Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Kilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an, damit ich auch dann an den Dirk übergeben kann. Also auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und bleibt es auch so für die Zukunft. Gut, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Also wir sehen deinen Bildschirm, hören dich aber Mikro. nicht. Ja, Mikro Jetzt. Einschalten, das kann schon mal sinnvoll sein. So, habe ich gerade gesagt, ich bin fertig. Das ist kaum gesagt, schon bin ich es hier nicht. Warum auch immer, muss ich mich hier kurz mal neu einwählen. Moment gerade. Eine Sekunde bitte. Gerade war noch alles gut. Das ist doch das Schöne an Live-Events. Ja, ne? Live halt. So, jetzt könnte das aber tatsächlich funktionieren. So, also gucke ich mein Unrat noch weg. Mach, hier steht noch mein halbes Brötchen. Wenn das im Bild Oh, du kommt, hast ist das dein Bild Brötchen nicht auch. aufgegessen. Das ist schlecht. Nein, habe ich leider nicht. Das ging jetzt etwas zu plötzlich. Es ist, weißt du, fängst da irgendwie morgens an und denkst dann so, hast noch viel Zeit und plötzlich ist schon 8:45. Und dann ist es schon wieder fast zu spät. So, da sage ich an der Stelle mal hallo und herzlich willkommen hier heute zum Live-Trading zur Markteröffnung. Ich habe gerade schon im Hintergrund, als wir noch nicht live waren oder zumindest noch nicht aufgezeichnet waren, gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wo der DAX steht. Das stimmt auch tatsächlich fast. Ich wusste nur so irgendwo um die 11.900. Aber das ist ja vom Prinzip her okay. Ich habe mir natürlich den Markt ja gestern Abend angeguckt und da halt ja auch mal so ein bisschen irgendwie geguckt, was ist da halt eigentlich passiert. Jetzt gerade so über den Feiertag wurde natürlich jetzt nur der Future gestern gehandelt. Da bin ich jetzt auch mal drauf gespannt, was die Kasse dazu zu sagen hat. Aber ich schalte jetzt gleich mal um hier auf meinen Schirm. Bei mir ist alles ganz schön grün im Hintergrund, ne, sehe ich. Das ist so ein bisschen tricky hier, wenn die Sonne scheint und hier mit einem großen Fenster das noch irgendwie halbwegs schick hinzubekommen. Gar nicht so einfach. Ich glaube, der Orkan kann da auch ein Lied von singen, der doktert nämlich auch jetzt irgendwie schon seit 2 Wochen mit seinen Lampen rum zu Hause und fragt mich immer, was soll ich machen? Und naja, das ist die Erklärung, weil draußen die Sonne scheint, viele Bäume vor der Tür, dann ist halt hier irgendwie grün. Wobei, wenn man hier natürlich reinguckt, dann ist es natürlich weiß, aber okay. Gut, ich will jetzt hier nicht zu weit abschweifen, sondern gehe jetzt mal hier auf den Bildschirm und dann gucken wir uns den Markt mal an. So, wo stehen wir denn? Also, den DAX, den Dow werde ich wahrscheinlich heute gar nicht mal so wirklich großartig machen können, weil ich bin jetzt hier gerade auch auf einer neuen Kiste unterwegs und da habe ich gerade vorhin irgendwie gesehen, da ist irgendwie der zweite MetaTrader und StereoTrader ist noch gar nicht eingerichtet. Ich habe jetzt hier erstmal nur einen und da bleibe ich jetzt halt auch an der Stelle erstmal auch beim DAX. Also, ich gehe mal kurz hier zuallererst auf den Stundenchart. Da hatten wir, beziehungsweise hatte ich letzte Woche ja schon gesagt, dass hier die 11.840 im DAX erscheint mir sehr, sehr spanisch, dass der an der Stelle, jetzt muss ich mal gucken, ob hier mein Zeichentool funktioniert. Und, ja, das sieht doch gut aus. So, und zwar, dass er halt an der Stelle hier, ja, dass er halt da kurz vorher dreht, 11.840, das erschien mir schon ein bisschen merkwürdig. Und weil das in der Regel ist es halt tatsächlich so, gerade bei den orangenen Linien, nur für die, die das halt nicht kennen, mal das kurz zu erklären, da ist es halt einfach so, das sind Volumenpunkte, ja, also die in der Vergangenheit immer wieder mit massiv Volumen gehandelt wurde. Und das heißt, solche Punkte, die werden halt vom Markt normalerweise nicht ausgelassen.
Und hier haben wir halt einfach dann das Phänomen gehabt, dass er halt kurz vorher gedreht hat, wirklich ja nur so ein paar Punkte hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, ob jetzt 3, 4, 5 oder 6, spielt auch keine Rolle, aber nicht angelaufen. Das ist ganz oft, hat es dann zur Folge, dass der Markt dann im nächsten Anlauf oder wenn er überhaupt mal wirklich hin anläuft, einfach durchgeht. Und das haben wir jetzt hier tatsächlich dann auch gesehen. Und ich mache das mal ein bisschen größer. Und nein, du nicht. So, ein bisschen größer. Ja, da sieht man es halt ein bisschen deutlicher, dass wir da halt an der Stelle dann halt einfach durchgelaufen sind, ne? Also das heißt, der ist, ich weiß jetzt nicht, ob im Minutenchart überhaupt eine Reaktion da war, vermutlich schon. Aber das ist halt dann die typische Folge. Also durchgelaufen, einmal kurz drauf angesetzt und dann direkt wieder weiter. So, und da stehen wir jetzt halt auch. Das heißt also, von gestern an, also wir stehen jetzt halt erstmal generell drüber über diesen Punkt. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was hält jetzt der Kassamarkt davon? Ne? Weil es ist ja nun mal so, die kommen jetzt halt hier mit einem ordentlichen Aufwärtsgap dann halt rein, auf den Freitag bezogen. Das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht eingezeichnet, hier die Eröffnung beziehungsweise den Schlusskurs vom Freitag. Das hätte ich natürlich mal machen können oder mache ich vielleicht auch noch gleich. Oder weiß jemand auf Anhieb, wo der Kassaschluss am Freitag war? Da müsste ich jetzt hier nicht die ganze Zeit suchen, sondern wird es einfach dann an der Stelle übernehmen. Und generell heißt es ja halt natürlich auch immer, das war im letzten Webinar dann auch recht eindrucksvoll, dass halt eben beim Kassa beziehungsweise beim Gap Close ist kein Signal in die Gegenrichtung. Und das heißt, letztes Mal hat er das Gap von oben zugemacht, da habe ich schon gesagt, das wird nicht reichen, das hat auch nicht gereicht. Aber leider habe ich im Webinar selber geschlafen und meinen eigenen Trigger noch schön erklärt und dann irgendwie tatsächlich doch vergessen, warum auch immer, dort die Position aufzulösen oder zu drehen und bin dann auch leider der entsprechend gerechterweise dann auch mit einem Verlust daraus. So, das auch zum Thema Nachhandel. Ich schlafe halt auch schon mal. Sollte man dann nicht machen, sondern halt, oder wenn, dann wenigstens immer. Aber man sollte das aber oder darf es gerne in seine eigenen Entscheidungen mit einbeziehen. Also das letzte Mal, wie gesagt, ich habe mich sehr über mich selber geärgert. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Also gut, ich habe es zwar nachmittags nochmal gedreht mit der anderen Richtung, aber schön ist das natürlich nicht. So, 11.587, dann zeichnen wir uns die doch hier mal ein. So, wo sind wir? Was? 507? Ernsthaft? Ach du Schande. 11.587. Okay, das ist natürlich jetzt schon monströs, das Gap. So, sag mal, beweg dich doch mal hier. Was ist denn mit diesem MetaTrader los? So, 500, das kann man auch so machen, ne? Also, 11.587. So, die machen wir jetzt mal violett, weil die eingezeichneten, die automatisch eingezeichneten sind ja auch violett. Und ich hoffe nur, man kann das hier alles vernünftig erkennen. Wie gesagt, ich bin hier auf einer neuen Kiste unterwegs und komme auch hier irgendwie mit einer anderen Auflösung, also einer wesentlich höheren. Ich hoffe halt, das sind halt die Lunten und Dochte halt überhaupt noch erkennbar. So, das heißt, das hier ist unser Gap, was wir jetzt halt haben. Beziehungsweise, wenn das halt der Kassaschluss entsprechend ist vom Freitag, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn ich das hier so angucke, macht es auch schon. Ja, okay. Ist der Kassaschluss? Gut, ich glaube euch das jetzt einfach mal. So, ich mache trotzdem hier mal das Panel mal kurz ein bisschen größer, damit man das zumindest irgendwie gleich noch sieht. So, das heißt natürlich hier, ne, also alles, was halt irgendwie Aktien gehandelt wurde, hat halt hier einfach nicht stattgefunden. Und das ist halt immer so die Frage, was hält man so als Händler dann halt davon, wenn man halt oder wenn der Markt halt so erkennbar ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt erstmal der Markt nicht so wirklich was damit anzufangen weiß und dass wir vielleicht ein Stück weit natürlich in das Gap reinlaufen. Das kann sein. Allerdings wären wir dann auch schon wieder unter der 11.840. Ich würde jetzt mal Folgendes machen gleich, weil das eigentlich recht oft ganz gut funktioniert. Und wenn jetzt der Markt gleich aufmacht um 9 Uhr, einfach tatsächlich mal Fibos ziehen.
innerhalb des Causa Gaps und dann mal gucken, ob das gehandelt wird. Also das heißt, wenn wir halt eine Reaktion irgendwo in eine Richtung kriegen, wie die dann halt ausfällt, weil das eigentlich so ein Verhalten in Gaps ist, das man eigentlich immer wieder ganz gut erkennen kann, dass nämlich halt tatsächlich dann halt Gaps auf diese Art und Weise dann halt entsprechend bearbeitet werden. Und das wollen wir uns jetzt gleich erstmal angucken. Das kann ich natürlich so jetzt nicht vorhersehen, aber das wäre jetzt halt mal der erste Ansatz. Der zweite ist natürlich, dass wir über der 11.840 hier schweben und wir natürlich halt hier ganz klassisch, wie immer, das Thema Paritätsumkehr halt haben, wobei der natürlich jetzt halt hier im Future auch schon gehandelt wurde, beziehungsweise die Umkehr, aber halt im Kassamarkt eben noch nicht. Von daher kann es schon sein, dass wir da halt dann nochmal hinlaufen. Paritätsumkehr für diejenigen, die das halt nicht kennen, das ist halt der generelle Ansatz immer bei diesen Live-Tradings halt eben auch. Heißt, ein Widerstand wird entsprechend zum Support, wenn er gekauft wurde und umgekehrt. So, und wenn man sich dann halt hier mal jetzt einfach mal an die Schlusskurse da oben halt mal eine Linie hinzieht und sich das mal anguckt. Also ich halte halt eigentlich immer große Stücke auf Schlusskurse, weniger auf irgendwelche Spikes und Peaks, weil im Endeffekt ist das ja alles, also aus meiner Sicht zumindest, jeder Spike oder jeder Docht, jede Lunte ist ja eigentlich nur ein Fehlausbruch. Das heißt, es ist ja eine Richtung, die nicht beibehalten werden konnte. So, und deswegen gehe ich halt hier mal auf die Schlusskurse, wobei das natürlich jetzt nicht so ganz einfach zu fangen ist hier oben. Ne, aber so der Bereich, ich mir hier einmal den höchsten halt hier angucken, da sind wir bei 11.819. Ja, und da sieht man ja halt auch, hier ist der Markt halt hingelaufen, zweimal abgeprallt und dann gekauft. Das heißt, das hier ist erstmal relativ klar Supportzone, wo jetzt einfach nicht so ohne weiteres drunter durchlaufen sollte. Ich kann ja mal dem Ganzen auch ein bisschen vorgreifen und gucke dann hier mal, wie würde das denn aussehen, wenn man da, ach, da habe ich die Farben noch nicht eingestellt. Okay. Gelb ist natürlich super. Und das muss ich mal eben machen. Wie sieht das Ganze entsprechend aus, wenn man da halt mal die Fibos ansetzt und jetzt mal behauptet, wir eröffnen hier. Und da sieht man schon ganz lustigerweise, die 23,6 ist exakt an der 11.819. Und von daher würde das tatsächlich Sinn machen. Das werden wir gleich noch ein bisschen genauer machen, aber viel sollte sich da jetzt eigentlich nicht mehr tun. Ja, also infolgedessen wäre halt der eine Ansatz jetzt mit dem anderen verknüpft und würde da erstmal Sinn machen. Es wären schon mal zwei Argumente. Also einmal ist es halt hier, sind es halt die Highs. Auf der anderen Seite dann eben, wie ich es gerade beschrieben habe, die Korrektur vom Gap innerhalb, also mit Fibos. Und jetzt mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Schwarz, okay. Und so. Und mal gucken, ob da noch was anderes dazu kommt. Pivot passt sogar auch noch dazu. Das wäre dann schon das dritte Argument. Und das reicht dann auch eigentlich erstmal, um das halt irgendwo jetzt auch für ein bisschen für bare Münze zu nehmen. Das heißt also, wenn wir hier jetzt hinkommen sollten, dort würde ich tatsächlich ohne zu zögern dann erstmal einen Long platzieren, weil das ist einfach da durchläuft. Da glaube ich erstmal nicht dran. Also vielleicht ein bisschen ein paar Pünktchen drunter. Okay. Wenn wir überhaupt da hinkommen, ne, das ist natürlich jetzt die andere Frage. Aber das wäre jetzt mal der erste Ansatz, wie ich jetzt hier kurzfristig in den Markt reinkommen könnte. Also 11.819 am Pivot. Gucken wir das Ganze mal und dann hier im Handelschart an. Das heißt aber auch, wenn das angeht, ne, es ist jetzt auch die Frage, wann passiert das? Das ist halt immer das große Kunststück. Nicht das Ob. Das Ob ist eigentlich ziemlich einfach. Die Frage ist immer nur, wann. Und das hängt ja auch natürlich davon ab, ob man dann letzten Endes hier in der Lage ist, halt irgendwo eine Position zu finden. So, ich starte hier mal klein. Hier ist leider wirklich noch nicht viel eingestellt, wie ihr seht. Aber das ist ja auch jetzt nicht weiter schlimm. Also würde ich die hier erstmal hinsetzen, da jetzt mal die erste Position. Den Stop-Loss erst auch mal ein bisschen größer wählen. Hier mal ganz motiviert 25. Jetzt habe ich hier auch die Größe noch nicht eingestellt. Das mache ich eben noch. Nee, mache ich nicht. Moment.
So. Gut. So, die Eröffnung läuft. Ist natürlich jetzt hier generell ein Bild. Also Einstieg 9 Uhr, ich weiß nicht. Ne? Also sehe ich jetzt irgendwie nicht wirklich. Vielleicht hier oben, wenn man unbedingt irgendwie ganz schnell da rein will, dann wäre das jetzt halt hier vielleicht eine Möglichkeit, da oben halt ja, diesen Bruch da oben halt von dem Support auf ganz kleinem Level. Das wäre natürlich jetzt noch eine Möglichkeit, da vielleicht reinzukommen. Die kann aber natürlich auch daneben gehen. Das ist keine Frage, weil die Hauptrichtung ist natürlich schon long. Keine Frage. So, jetzt gucken wir, jetzt ziehe ich das hier mit die Fibos mal an die richtige Stelle. Boah, also mit 4K ist das echt schon arg filigran. Alles. So, würde aber trotzdem noch passen. Ne? Wir haben hier eine Differenz jetzt von 10 Punkten. Das ist okay. Das würde schon Sinn machen. So, ne, das jetzt erstmal auch genau das Verhalten, wo ich halt gerade meinte, es kann halt sein, dass der Kassenmarkt da erstmal überhaupt gar nichts mit anzufangen weiß. Und sehen wir hier, ne, ist jetzt irgendwie 1,5 Minuten rum und der Markt hat sich quasi noch überhaupt nicht bewegt. Und irgendwie 3 Punkte rauf und runter, wo man dann denkt, okay, hat Frankfurt irgendwie zu. Nee, das ist tatsächlich dann halt eigentlich total typisch, ne, dass jetzt erstmal halt da keiner weiß, was soll das? So, die schalte ich halt auch mal ein. Und das sind halt hier die Stundenpivots. Und weil wenn er jetzt halt runtergehen sollte, irgendwo brauchst du natürlich dann halt auch ein Entry, wo dann halt auch vielleicht mal die erste größere Position dann halt hier auch reinkommt. Ich gucke es gerade mal. So, der ist klar. Ich kann nicht aktiviert. Ihr seht, ich bin technisch bescheiden hier vorbereitet. So. Das auch mal ein bisschen im Auge zu behalten. Hier die Runden mache ich mal weg. Die nutzen wir momentan nichts. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie das Ganze hier losgeht. Das ist erstmal der M15 hier an der Stelle. Weil in allem anderen erkenne ich irgendwie so gar nichts mehr, außer dass es hier dann her wackelt und hier vielleicht wenigstens noch so ein bisschen Struktur. So. Kann mal irgendwie eine Zeiteinheit tiefer gehen. Nur um dann halt hier, das war das, was ich halt jetzt meinte. Ne? Das hat man im 15 halt auch gesehen. Hier oben, das ist halt so der letzte Support, beziehungsweise halt so ein Ausbruchslevel, was halt nicht gehalten hat, wurde dann verkauft. Wenn er dahin zurücklaufen würde, okay, ne? Dann wäre das halt schon eine Möglichkeit, da Short reinzugehen. Aber sieht so ein bisschen danach aus, als hätte er da schon gar keine Lust drauf. Von daher auch okay. Aber so generell. Die Tendenz ist jetzt erstmal nicht weiter wunderlich, dass es dann jetzt halt auch erstmal nach unten drückt. Naja, passt das schon. Weil natürlich jetzt halt dann auch einige Händler sagen, so ja, schön, dass es so hoch steht, lösen wir halt mal auf. Also ich meine, es ist ja immer nur ein Versuch, sich da halt rein zu versetzen. Im Endeffekt muss man es dann halt beobachten und dann eben auch sehen. Und das muss ich natürlich dann halt auch bestätigen. Das ist halt auch klar. So. Wann kommt eigentlich, das fragt hier gerade jemand, das kann ich ja ruhig mal kurz thematisieren, solange es jetzt hier nicht so viel bewegt, beziehungsweise solange jetzt erstmal halt die ersten 5 Minuten laufen. Also wir versuchen halt tatsächlich diese Woche noch ein Update rauszuwerfen, beziehungsweise halt nicht rauswerfen, sondern zu veröffentlichen. Und Hintergrund ist aber eigentlich hauptsächlich davon, dass halt man momentan irgendwie auch wenn ich es im Helpdesk nicht irgendwie demonstrieren konnte, aber keine neue Strategie anlegen kann, ohne da mit der Maus halt zu verzweifeln beim Klicken. Und da gibt es jetzt halt tatsächlich ein neues Update, beziehungsweise in der Beta ist es jetzt schon drin. Und wir werden versuchen, das jetzt diese Woche dann entsprechend dann auch zu releasen, wenn da jetzt halt nichts mehr hinterherkommt.
Und das wird dann in der Zukunft, ich lasse den jetzt hier mal machen, ich kann jetzt hier eher nichts tun, wenn, dann hätte ich halt hier ganz knapp irgendwie absichern müssen, aber das war mir ein bisschen zu heikel. Deswegen konzentriere ich mich jetzt eher darauf, was dann halt da unten passiert. Neue Strategie wird dann halt so laufen in Zukunft, dass man das halt auch mal schon mal gesehen hat. Da gibt es halt hier im Menü, gibt es dann halt einen Punkt, dort kann ich die Strategien halt auswählen. Also wenn es mehrere gibt, hier gibt es jetzt keine, ne? Deswegen ist hier nichts aufgelistet, aber generell geht es halt alles übers Menü, nicht mehr über das Setup, sondern ich wähle dann halt hier die Strategie aus und beziehungsweise kann von hier aus dann auch neue anlegen. Ne? So. Ja, wie gesagt, ich habe, hier schreibt gerade noch der Patrick, ja, ich habe es ja versucht im Helpdesk. Kann man sich ja angucken, da haben wir versucht, das nachzustellen und da ging es halt. Ne? Das ist halt, keine Ahnung, was da oder wann es geht und wann nicht. Aber wie gesagt, das Thema ist jetzt eh vom Tisch. War mir halt nur die ganze Zeit auch nicht so bewusst, dass das halt irgendwie so auch doch so starke Auswirkungen auf den einen oder anderen hat. Das muss man mir ja dann nur sagen und dann wird das ja auch behoben. Und wie gesagt, wir versuchen das jetzt diese Woche. So, ich habe hier, kann mal gucken, was habe ich denn hier für einen Quatsch eingestellt? Nein, das sind natürlich drei. So, und das heißt, ich habe hier den M5 und im Hintergrund den M15. Profildaten wird auch noch gerade gefragt. Ich habe hier, ja, den kompletten eigentlich, ne, bis 22:30, also das heißt komplett. Kann man natürlich auch mal umstellen, das ist vielleicht gar nicht so falsch, auf die Haupthandelszeit. Im Future zumindest die Profildaten mal umstellen und dann halt mal sehen, was da halt rauskommt. So, haben wir denn, aber wie gesagt, ich halte halt gestern, ne, von daher weiß ich nicht, ob das Volumenprofil da so viel Sinn macht heute, wenn, weil gestern halt doch vergleichsweise, ich weiß es gar nicht, Kontrakte, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht allzu viel war. Gucken, was kriege ich denn hier angezeigt? Nichts. Ja, 34.000 Kontrakte. Das ist natürlich, wenn das jetzt so stimmt, extrem dünn. Das heißt, also alles, was da gestern passiert, das ist jetzt nicht so wirklich wahnsinnig relevant. Vor allen Dingen jetzt, nicht jetzt, wo der Kassamarkt dann halt jetzt hier erstmal wieder aktiv wird. Da würde ich mich jetzt nicht allzu sehr dran orientieren. Da bin ich dann doch lieber im Freitag dann unterwegs. So, hier steht jetzt natürlich, ne, Xetra Close, Vortag, aber das ist natürlich, das stimmt natürlich so nicht. Das ist einfach nur gestern der Schlusskurs von 17:30 Uhr, aber eben ohne die Kasse. Von daher ist es Quatsch, was jetzt hier gerade angezeigt wird. Das mache ich mal nochmal aus. Im Endeffekt ist jetzt hier erstmal nur ein Dippen unter das letzte Tief hier. Das heißt erstmal noch gar nichts. Also generell sind wir jetzt hier erstmal short im M5 bereits. Also zumindest mal ist es hier getriggert. Ja, was man sieht, das war ja halt eigentlich so der letzte Support, der ist hier schon angeknackst worden. Jetzt hier der vorletzte, der ist jetzt hier auch ebenfalls da schon mal angeknackst. Und da sollten wir jetzt halt mal gucken, wo ist denn da der nächste relevante? Und da haben wir hier natürlich halt genau die Umkehr, wie ich es halt vorhin gesagt habe. Und hier in der Mitte halt leider irgendwie nichts. Also hier ist ja wirklich nur ein reiner Anstieg die ganze Zeit, was man jetzt vielleicht mal machen könnte, auch noch hier zusätzlich. Aber eigentlich brauchen wir das für meine Begriffe nicht. Den mache ich mal weg. Das ist halt diesen letzten Anstieg auch mal noch mit Fibos zerlegen. Ich bin gar nicht so der große Fibo-Händler, aber das hängt so ein bisschen damit zusammen, weil wir momentan irgendwie dauernd Gaps haben und das immer so ein bisschen schwer zu greifen ist. So, dann kann man hier auch mal gucken, was er davon halt dann hält. Das war dann hier jetzt entsprechend, wenn man das halt so will, ist es halt die 38,2. So, hier von diesem Anstieg sieht man ja auch hier schon, da jetzt einmal kurz drunter. Das heißt, jetzt noch nichts, beziehungsweise dass er auch hier supportet, heißt für meine Begriffe auch noch nichts. Und deswegen erstmal halt hier gucken und die 61,8, ja, sieht man hier auch, selbst die würde hier sogar noch dazu passen, ne, zu dem
zu der Idee mit dem Support-Cluster hier. Die Frage ist halt aber leider immer, wann? Das habe ich ja vorhin gesagt. Kann natürlich jetzt sein, dass wir hier jetzt erstmal dann da oben in der Range nochmal halt eine Runde gammeln und das Ganze dann halt irgendwie viel später passiert. Aber ich glaube nicht so wirklich, dass der ohne vernünftigen Anlauf da oben jetzt einfach mal in Richtung 12.000 halt läuft. Kann natürlich falsch liegen, keine Frage. Aber es sollte mir ja auch schon irgendwo vom Bild her, so finde ich, gefallen. Und nicht irgendwie, sollte jetzt nicht irgendwie da reinspringen, nur weil ich glaube, ja, jetzt komme ich nicht mehr rein, die haben mich da unten verpasst. In der Regel ist es ja so, dass der Markt ja irgendwie auch nichts vergisst. Ne? Das heißt also, Levels, die dann halt irgendwie gut aussahen oder halt dann attraktiv waren, die ändern dann ihre Attraktivität ja nichts. Ne? Und von daher kann es natürlich dann auch schon gut sein, dass wir dann dort auch zum späteren Zeitpunkt einfach nochmal hinlaufen. Aber erstmal stehen wir hier fast auf der Stelle, einmal kurz jetzt 40, 50 Punkte runter gedippt und mehr war es jetzt noch nicht. Von daher, mal gucken, ob sich da was noch bietet. Schön wäre natürlich gewesen. Vielleicht kommt es ja auch noch. Vielleicht dauert es einfach nur ein bisschen, wenn wir hier einfach jetzt direkt da runter auf die 11.820 circa halt laufen. Und dann muss man halt mal gucken, was die 11.840 nochmal macht. Dort liegt natürlich dann halt ganz klar mein Augenmerk drauf. Weil, wie gesagt, der Punkt wurde immer, also nahezu immer wirklich mit großem Volumen gehandelt. Und das sollte man dann auch entsprechend sehen, wenn der Handel dort nochmal entsprechend aktiv wird, auch ohne, dass wir jetzt hier irgendwie ein Footprint oder irgendwas halt da reinlegen müssten. Das sieht man rein an den Bewegungen von den Kerzen dann halt auch, behaupte ich mal. So, damit sind wir hier wieder auf Anfang. Und er versucht es, wenn man sich hier die Stundenkerze mal anguckt, versucht es halt jetzt weiterhin innerhalb von dieser Range. Ja, das ist halt immer ein bisschen, ich sag mal, für den Live-Handel jetzt nicht so nett. Wann ist der Markt dann auch mal nett? Weil halt, es ist halt eben genau das Verhalten, ne? Ich kann es ja nur nochmal sagen, das ist halt, da weiß scheinbar irgendwie immer keiner, was er damit anfangen soll. Und deswegen passiert da erstmal nicht viel, ne? Auch wenn wir jetzt hier natürlich irgendwie 40 Punkte rauf und runter sind, das ist jetzt nicht gerade so wenig, aber ich kriege es halt so nicht zu greifen. Kann man hier noch irgendwie einen anderen Ansatz hat. Gibt es da natürlich gar nichts gegen zu sagen. Aber was man hier mal aber trotzdem anguckt, Struktur ist da gerade nicht wirklich. Ne? Einmal runter, einmal rauf, wieder auf Anfang und dann großen Fragezeichen. Da müsste man jetzt halt schon mal irgendwie sehen, oder ich würde halt da halt schon gerne sehen, dass halt so ein bisschen mehr mit Nachdruck da in eine Richtung halt gegangen wird. Und dann kann man sich da, glaube ich, auch wesentlich leichter dranhängen, um da halt reinzukommen. Aber wir lassen jetzt erstmal die erste 15-Minuten-Kerze. Mal gucken, ob die dann ihrem Richtungsimpuls folgt. Was ich damit meine, ist halt, wenn die erste 15-Minuten-Kerze als Beispiel jetzt rot ist oder wie in meinem Falle halt schwarz, und wenn dann direkt halt was nachkommt, nochmal dann halt eben die Richtung nach unten. Und dann hat man zumindest mal halt irgendwie so ein kleines Indiz dafür, dass das jetzt erstmal dann halt der Takt wäre, in dem die Richtung dann halt bearbeitet würde. Aber wie gesagt, das muss man abwarten. Also hier eine Viertelstunde mal auf jeden Fall. Da schreibt jemand, der Pivot liegt bei mir bei 810. Das kommt natürlich auf die Profilzeiten an. Ne? Das ist jetzt hier mit 8 bis 22 gerechnet. Und alles dazwischen wird ja dann entsprechend ausgeblendet.
So, 8:15 bin ich mal gespannt. 9:15 Uhr. Ob sich da jetzt mal ein bisschen was tut. Und wie gesagt, wenn die jetzt halt ein bisschen länger würde, und dann kann man halt versuchen, da im Rücklauf ranzukommen. Und dann dort entsprechend halt auch mal versuchen, die ganze Geschichte hier zu begleiten. Aber hier, wie gesagt, in dieser Range fragt auch jemand, wie würdest du scalpen? Aktuell gar nicht. Also, weil ich halt gerade überhaupt gar keine Richtung erkenne. Ich sehe zwar, dass der M5 Short ist, aber das ist so. Ansonsten steht die ganze Geschichte hier halt still. Doch, das VL habe ich drin, ne? Das liegt ja dann entsprechend jetzt erstmal hier an der Stelle bei der 72, gemessen an den Future-Daten im Hintergrund, wie gesagt, 8 bis 22 vor allen Dingen halt gemessen. Das ist halt hier genau ein Match mit der 76,4 vom Vortag. Also versucht halt schon jetzt irgendwie weiter nach unten zu drücken, wie gesagt, aber ich bräuchte so ein bisschen. Ja, das sieht schon anders aus, ne? So, jetzt sieht man halt hier auch im Hintergrund. Das ist schon wieder weg. Da war jetzt kurz eine größere Order. Und wenn dann natürlich gedrückt wird und halt die ganze Zeit eine größere Order auch dahinter hängt. Und dann kann das auch funktionieren. Ja, aber so schnell wie es da war, da sieht man sie. Moment. Ein bisschen größer. Ah, es ist halt ultra dünn, ne? Ich meine, guck sich mal einer die Kontraktzahlen hier an. Das ist ja wirklich bitter. Einmal habe ich den richtigen DAX, den richtigen F-DAX? Nee, ne? Moment mal. Nelson, hilf mir mal kurz. Nelson? Ich bin da. Ich habe den F-DAX M, ne? Sehe ich gerade. Das ist natürlich Quatsch. Das würde auch erklären, warum hier alle irgendwie ein bisschen anders liegen. Der normale F-DAX. Der aktuelle Welches Juni-Kontrakt. Symbol hat er nochmal bei FDAX, euch? FDAX M20. Doch, echt? Okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte hier den Mini-DAX dahinter. Aber das ist. MiniDAX ist FDXMM20. Stimmt, genau. Ich war gerade auch etwas verwirrt. Aber es ist halt echt ein Volumen. Ja, gut, jetzt habe ich es verpennt, aber ich hätte halt als auch nicht wirklich was gesehen, ne? Aber das zumindest jetzt mal halt die Bewegung, also von der Impuls, das ist, was ich gemeint habe, wie gesagt, verschlafen ist aber okay. Ist auch manchmal ganz nett, wenn man was erklären kann, was sich dann nachher halt bewahrheitet. Das heißt also hier, die ersten 15 Minuten waren um. Ich zeige das hier mal kurz im M15 auch im Hintergrund. So, das heißt. Ne, und da ist jetzt direkt einer dran gesetzt. Das hat man jetzt tatsächlich schön gesehen. Das heißt, wir hatten halt hier eine rote Kerze und da kam direkt halt ein bisschen was nach und dann halt hier jetzt auch schon mal deutlich länger. So, das ist halt so diese, was ich eben meinte mit die Impulsrichtung und dass man das jetzt vielleicht jetzt so ein bisschen davon ausgehen kann, dass der M15 jetzt der Takt ist, der jetzt erstmal hier kurz die Hosen anhat und in dem die ganze Geschichte jetzt hier gehandelt wird. So, ich hätte aber gerne Rücklauf gehabt, den hatte ich auch hier. Ne, aber ich habe ja halt hier dann währenddessen da oben rumgesucht. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man halt irgendwie gleichzeitig moderieren will und dann halt eben auch noch was verstellen und noch handeln. Da verschläft man auch schon mal was. So, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt genau das, was ich halt eben meinte, dass wir jetzt halt scheinbar erstmal ein bisschen Druck dann auch nach unten kriegen. So, aber ich sehe hier leider nicht wirklich was, um da reinzukommen. Problem ist halt auch hier, ich meine, das ist der M1, ne? Das hat klar, das sollte man halt nicht überbewerten, aber trotzdem haben wir natürlich jetzt hier die letzten Käufe halt auch gehabt. Und da geht es dann halt
natürlich dann auch nicht mal eben durch. Ne? Das ist natürlich halt nochmals das andere Problem. So, ich meine, wenn man will, kann man hier natürlich irgendwie sagen, gut, ich gehe trotzdem Short, weil das war ja halt die sozusagen die Orientierungsphase von den ersten 5 Minuten. Mehr war es ja halt nicht, aber muss man wissen. So, weil ich würde halt schon lieber versuchen, da auf der Long-Seite reinzukommen und dann halt hier wieder auch eine Position zu haben, die man vielleicht dann auch mal stehen lassen kann. Ne? Und an der man nicht irgendwie permanent operieren muss. So, ich gucke mal den N5 auch mal nochmal an, parallel. Ja, also der ist eigentlich tatsächlich noch am plausibelsten, weil Außenstab, Innenstab, oben angedockt und weiter in der Richtung. Also der ist eigentlich da noch am klarsten. Aber was mir halt echt, was mich wirklich einfach stört, das ist das Volumen. Das ist so bitter dünn hier. Hier so eine Order, zwei, eins, zwei. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, was im Endeffekt wirklich gedreht wurde. Aber kann natürlich auch einfach sein, dass der ganze Future-Markt hier sehr zurückhaltend ist. Und jetzt tatsächlich hier erstmal die Kasse ordentlich dominiert. Ich würde dann jetzt eher versuchen, wenn jetzt diese 5 Minuten Kerze halt fertig ist, da vielleicht noch einen Rücklauf dann halt zu kriegen und dann dort dann halt zum Abschluss, also das heißt für die 9:30 Uhr, womit dann auch der zweite M5 den Zyklus dann halt auch durch wäre und da halt dann die Short-Richtung reinzukommen, ne? Wenn sich das jetzt halt so bestätigt. Weil wie man sieht, ne, so einfach geht es dann leider nicht. Auch wenn die grundsätzliche Richtung hier okay ist. Kann genauso gut sein, dass wir jetzt hier einfach nochmal zurück auf Anfang laufen. Und dann ist hier eigentlich dann auch Schluss mit lustig so ein bisschen von wegen in den Markt dann halt reinkommen. Dann wird das wahrscheinlich eher in dieser Stunde nicht passieren. Tja, Nelson, hast du irgendwie ein alternatives Bespaßungsprogramm eingeplant, wenn hier mit dem Markt nicht klarzukommen ist? Vielleicht so ein Video, was du zeigen willst oder eine Geschichte, die du erzählen möchtest? Nicht wirklich, nein. Nicht, was interessanter ist als der Markt. Da gibt es aber heute, glaube ich, vieles, was da interessanter ist, wenn ich mir das hier so angucke. Könnte man ja irgendwie glatt noch Rosamunde Pilcher als Film hier einspielen. Also Dow Jones macht auch nicht wirklich viel. Deswegen Nee, ist süß. nichts, was wir aktuell verpassen gerade. Also ich mache mal Folgendes. Mache ich das? Nee, ich mache es nicht. Warte, ich warte mal einen Moment. Ich meine, wir haben halt hier, ne? Ich meine, die Tendenz ist schon da, aber hier unten die Käufer, ne? Dem komischen Niveau da unten. Das ist so ein bisschen unnötig anstrengend. Das hätte ich gesagt, ich gehe jetzt hier einfach mal short rein, aber dann hängt auch hier der Pock und das Volumen ist so dünn. Oh, das steht halt einfach, dann da kauft einer irgendwie 20 Kontrakte und da steht das Ding wieder da oben. Das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ja. Da fehlt mir irgendwie gerade so ziemlich alles. Ne, selbst hier wurde jetzt halt auch nochmal die Eröffnung, wurde ja auch nochmal getestet. So, aber das ist doch vielleicht der entsprechende Hinweis, den ich mir gerade selber gegeben habe. Also wir haben nochmal die Eröffnung getestet, hat hier der Verkäufer, der hier vorhin aktiv wurde. Könnte sein, dass der jetzt halt hier dann auch nochmal kommt. So, jetzt ist die 5 Minuten ist um.
Kriegen wir noch einen Rückruf? Sieht irgendwie nicht so wirklich danach aus, ne? Dann einen kriegen, da würde ich den hier einfach mal hinlegen. Hier genauso an den Schnittpunkt. So. Sollte das natürlich jetzt nicht unbedingt nochmal erreichen. Mal gucken, ob das gelingt. Also ist hier ganz kleine Position, tut jetzt erstmal nicht weh. Mal gucken, ob der jetzt hier halt aktiv bleibt. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach das, ne? Oh, werde den lieber skalieren. Das Problem ist einfach das, da kauft jetzt einer drei Kontrakte und dann stehen wir hier wieder am Point of Control. Point of Control für die Neulinge hier, das ist einfach nur der Punkt, wo der meiste Umsatz bisher heute gedreht wurde. So, muss hier kurz mal. Also eigentlich ist sogar jetzt hier die Grenze, beziehungsweise markttechnisch betrachtet ist die Grenze natürlich da oben, das ist halt klar. Ja, da haben wir halt das letzte Hoch hier. Und aber das hier ist natürlich jetzt schon, liegt so ein bisschen auf der Hand. Und vor allen Dingen haben wir jetzt dann halt auch die. Wenn wir das jetzt halt wirklich nochmal umdrehen, dann sind wir hier komplett neutral, ne? Also das ist halt wirklich dann halt bisschen tricky. Guck mal hier den Stundenchart an, weil das ist ja nichts anderes als der M30 jetzt hier halt im Moment auch erstmal. So, ne? Genau das. Kaum gesagt, schon ist es so. Aber ist okay. Wie gesagt, es ist ja überschaubar von der Position her. Von daher würde es dann halt hier nur gucken, dass ich dann halt hier jetzt irgendwie gleich rausgehe. Das gefällt mir nicht wirklich so. Den einen machen wir wieder weg, der gerade irgendwie dazugekommen ist. Haben jetzt so ein paar Punkte halt hier an der Stelle gut gemacht. So, die ich mir dann hier auch dann nochmal leisten kann. Ich habe hier nur mal ganz gern immer noch eine andere Sichtweise zusätzlich mit dazu. Hier sieht man es ja, die Position ist jetzt irgendwie 11 Punkte, 12 Punkte halt hinten, aber halt der Trade jetzt 10. Das war, weil ich den jetzt gerade noch mal da aufgelöst habe. Ich sage halt mal so. Es ist insofern natürlich halt jetzt hier auch für meine Begriffe gerechtfertigt, das zu machen, weil wir hier halt generell kommen wir von oben runter. Wir machen hier keine neuen Hochs. Auch das hier war kein neues Hoch gegenüber dem, was natürlich so ein bisschen fehlt, ist hier auf der und alles klar. Hier auf der Unterseite das Tief. Ja, das ist halt einfach, ne, wenn es illiquide ist. Wir haben immer noch kein neues Hoch. Da oben an der Stelle. Und trotzdem würde ich jetzt hier mal kurz warten. Neun 29. Der Dow hat auch einen Sprung gemacht gerade, ne? Sehe ich nämlich. Ja. Ja, das ist halt einfach das Ding, ne? Wenn der Markt so dünn ist, muss man halt echt aufpassen. Sind wir genau hier an das Hoch nochmal angestoßen, was wir vorhin zur Eröffnung hatten. Mal gucken, wie er da jetzt rausgeht.
Ja, einfach nur im kompletten Widerspruch, ne? Also hier vom M15, eine runter, eine hoch. Struktur nicht vorhanden. Also für mich war das jetzt nicht erkennbar, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie Pech war oder Dummheit, aber ich habe es tatsächlich nicht jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier keinen Grund gesehen, warum der da vom POC da jetzt oben so durch sollte. Aber ist ja okay. Dafür gibt es ja dann auch einen Stop und die Position war ja jetzt auch wirklich absolut überschaubar. Von daher ist das alles in Ordnung. So, TP, nee, setze ich nicht. Weil der TP ist, ich meine, das sieht so immer schön aus, wenn der TP gefüllt wird. Aber es gibt ja bessere Möglichkeiten rauszukommen. Also ich mache das normalerweise halt mit einem Trail, also ein TA-Trail oder halt mit einer Limit Pullback Order. Und in der Regel gibt es immer ein paar Punkte mehr als jetzt halt zum Beispiel mit einem TP. So, ich glaube den trotzdem noch nicht, ne? Also, dass der jetzt halt hier am Stück da oben rauszieht, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Also, scheint mir alles etwas schabernisch. So, ich versuche mal. Weil ich habe gerade gesagt, na, ich habe ja hier jetzt nicht irgendwie das Ganze vorbereitet für den DAO. Ich versuche den jetzt hier mal aber umzuschalten. Einen Moment, bitte. Weil jetzt hier oben dieses Gedattel in der Range, ich glaube, das sollte man den DAO irgendwie, oder ich mache es mal so. Ich muss nur überlegen, ob das geht, bevor ich mir irgendwas zerschieße. Moment mal eben. Ich bin noch da, aber. Und mal gucken, ob es jetzt funktioniert direkt hier mit der Umschaltung. Dass man den vielleicht mal als Orientierung hier mit dazu nimmt. Brauchst du noch So. so Hintergrundmusik? Ja, ne? Die kommt ja nicht in Echtzeit durch. Und außerdem sagt dann nachher noch die GEMA, so, ey, wir wollen auch noch was. Obwohl, die könnte ich ja selber machen. Die Musik, das wäre jetzt nicht so. So. Also, wie sieht der Kollege hier aus? Bin ich jetzt hier im H1, das ist natürlich Quatsch. So, geht man in M15. So, also, na, bei dem, der hat natürlich gerade echt hier mit reingespielt. Aber kann man sich ja auch mal kurz angucken, was der treibt, vielleicht mal zum Abgleich währenddessen. Ja, aber auch, ne, also für meine Begriffe echt, ich meine, dass das Ding halt hier long gehen soll, das habe ich heute Morgen auch geschrieben. Deswegen habe ich da auch noch eine Position da drin, eine kleine, die man auch da drin lassen kann. Weil es kann gut sein, dass der halt hier noch ein ordentliches Stück halt nach oben da durchgeht, ne? Also die 25.820, das ist halt der Anfang vom Gap, vom Crash Gap. Und generell immer der Ansatz, ein Gap Close ist nicht bärisch. Also, wenn es jetzt wie hier von unten kommt, klar, kann der hier mal ein bisschen reagieren, das ist alles gut und schön, aber eigentlich fehlt dann noch der Run da drüber, über das Gap hinaus. Dann wären wir halt tatsächlich natürlich auch über der 26.000. Aber damit dann eben auch an der Stelle, wo ich halt im letzten NFP-Webinar gesagt habe, da werden wir wahrscheinlich hinlaufen. Und infolgedessen passt das auch schon ganz gut zusammen. Die Geschichte und dann ist halt auch tatsächlich die 4 Wochen Prognose wäre dann auch aufgegangen oder ist eigentlich schon aufgegangen, nämlich dass wir hier oben in dem Bereich halt stehen. Und generell, wie gesagt, also so ein Gap Close, da schweben wir jetzt halt auch mittendrin. Ne? Wer möchte, kann sich das hier auch mal ganz genauso einzeichnen. Oh, mit den Fibos. Alter, DAO, MetaTrader. Kann sich das mal einzeichnen hier mit den Fibos. Und dann wird man dann auch wahrscheinlich sehen, ne, da sieht man es sogar schon, da, zack, genau die 38,2. Kein Stück verwunderlich. Und hier, dass es jetzt genau da halt wieder gebremst hat. So, und dann wird er sich wahrscheinlich in diesem Raster dann auch bewegen. Das heißt, die 61,8 wäre mit Übertreibung die 25.705. Da darf er dann noch schon mal ein bisschen deutlicher reagieren. Aber so generell da oben raus, der Run, der fehlt mir einfach hier. Das gefällt mir halt nicht, um das halt irgendwie, oder beziehungsweise Short ist das aus meiner Sicht halt überhaupt nicht.
Und zumal wir hier halt auch keine neuen Tiefs gemacht haben, hier eine Range jetzt halt auch nochmal sind in der insgesamten Aufwärtsbewegung. Von daher spricht da erstmal eigentlich auch relativ wenig dagegen. So, aber da wollte ich jetzt auch eigentlich hauptsächlich mal irgendwie gucken, was der so treibt. Und so jetzt mal hier nochmal zurückzugehen in den DAX. So, gucken, was funktioniert. Ja. Hier so ein paar Sachen dann halt eben zumachen. So, was ich auch gerade gesagt habe, ne, ich glaube halt einfach nicht, dass das so funktioniert. Also jetzt hier ohne irgendwie einen vernünftigen Rücksetzer. Und das komische Tief hier, das war für mich jetzt auch nicht wirklich ein vernünftiger Rücksetzer. Mir fehlte halt einfach sowas. Also sieht irgendwie so ein bisschen so aus, als würde in dieser Stunde mit meinem Ansatz hier nichts zustande kommen. Kann ich nicht ändern, aber ist halt dann im Zweifelsfall dann eben auch so. So, ihr könnt ruhig eure Fragen natürlich hier reinstellen. Ich sehe, da ab und zu kommt da einer. Ich kann ja momentan hier eh nicht wirklich was tun, weil ich hier einfach nichts sonst sehe, außer das, was wir gerade hatten, die Short-Tendenz. Kaum war der Short drin, ist die Tendenz kaputt gemacht worden. Das nennt man Pech. Aber alles andere war hier nicht erkennbar. So. Ja, weil hier so dieses komische Tief, das ist halt total, was den DAX auch manchmal leider schwierig macht. Ne? Vor allen Dingen halt in solchen Ranges. Ich meine, nichts anderes ist es ja hier. Ne? Range mal kurz irgendwie unten angedippt und dann doch wieder oben raus. Das ist nicht so wirklich außergewöhnlich. Das ist natürlich schon richtig. Aber halt. Wäre auch gegangen, ohne jedes Tief zu verletzen, aber wollte man halt so nicht. Okay, von mir aus. So, das heißt, wenn wir jetzt mal halt für die weitere Tendenz, ne, weil ich gehe halt echt davon aus, dass das hier jetzt irgendwie wahrscheinlich in dieser Stunde nichts mehr wird. Wenn man natürlich jetzt halt hier sich das Ganze mal anguckt, im H1 halt nochmal, wenn es jetzt wirklich dabei bleiben sollte, dass wir halt hier oben drüber schließen. So, können wir hier auch mal einzeichnen. Also wie gesagt, ausgeschlossen ist hier gar nichts. Ich sage ja nur so, wenn ich da halt irgendwie einen Entry suche, der halt hält, und dann hätte ich natürlich schon gerne, dass er halt eben auch das einläuft, was ich dann irgendwie für gut finde. Und ansonsten wird es wahrscheinlich schwer, da drin zu bleiben. Also, aber generell sind wir hier bei der 11.930. Das war halt hier auch, das sieht man auch, ne, wo die meisten Schlusskurse halt waren. Bisschen drüber. Ja, 931. So. 31,5, 31, ja. So, das heißt generell, aber wenn wir hier über diesen Punkt halt schließen, also hier auch über dem High, dann heißt das ja eigentlich, was der Future-Markt da gestern halt gemacht hat, wird soweit halt vom Kassamarkt dann übernommen. Und dann ist natürlich gleich hier, also das wäre dann natürlich nach 10 Uhr dann jetzt erst der Fall. Ja. Aber dann ist natürlich direkt hier auch entsprechend, beginnt auch schon wieder dann der Support. Ne? Das wäre dann halt einfach das Vorgehen jetzt für den weiteren Tagesverlauf, wobei man sich da natürlich halt auch angucken muss, wie reagiert das ganze Ding dort, macht das halt überhaupt, ne? Es kann genauso gut sein, dass wir jetzt von hier aus einfach, ich meine, das sind 30 Punkte, nochmal runter auf Anfang gehen. Und dann haben wir heute den ganzen Tag vermutlich Geeiere, bis es irgendwo einen Fehlausbruch in eine Richtung halt gab und bis die ganze Geschichte sich halt hier auflöst. Das hier war eigentlich schon ein kleiner Fehlausbruch für meine Begriffe, aber eben halt nicht tief genug. Ja, und hier sieht man ja auch schon, da will dann auch schon wieder keiner weiter. Und direkt schiebt es wieder, drückt es wieder halt zurück. Und wie gesagt, 11.900, falls wir da jetzt echt um 10 Uhr stranden sollen, dann macht man heute Morgen, glaube ich, besser was anderes und kommt heute Nachmittag nochmal irgendwie gucken, wenn der US-Markt dann halt eben auch ein bisschen was dazu beisteuert. Weil es zeigt ja einfach nur jetzt, würde halt, ich meine, ich kann ja nur hier im Konjunktiv reden, aber wenn wir da halt jetzt enden, würde es ja einfach nur die Unentschlossenheit des Marktes da an der Stelle halt auch nochmal unterstreichen. Ne?
Und jetzt hier halt auch, ich meine, klar hätte man sagen können, ja, ich gehe hier short, aber ganz ehrlich, nicht wirklich, ne? Ich meine, hat jetzt zwar hier mal sauber knapp drunter reagiert, unter der 11.940, vielleicht mal ein bisschen größer auch. So, es gibt übrigens noch eine neue Funktion. Würde den Thorsten Helbig freuen. Und zwar kann man nämlich hier die Labelgröße einstellen. So, das heißt, wenn ich die, na, da sieht man, da werden die Geschichten hier größer. Das geht nämlich jetzt auch in der nächsten Version. So, das heißt also hier oben, ja, klar, er hat jetzt hier kein neues Hoch gemacht. Infolgedessen ist natürlich die Abwärtsbewegung halbwegs noch intakt. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier halt aber auch eine Range, die eben halt von unten kommt. Und eine Range, die von unten kommt, die wird halt auch in der Regel nach oben aufgelöst. Und deswegen wäre das jetzt halt für mich auch jetzt hier nicht wirklich short gewesen. Es kann natürlich jetzt hier einfach alles nur ein Blow-off gewesen sein, um die Shorts jetzt loszuwerden. Dann geht es nachher doch runter. Entschuldigung. Was trinken. Aber das ist nichts, was für meine Begriffe irgendwie schön zu handeln ist. Also kann ich nichts mit anfangen. Gibt es was Neues zum TC Live? Genau. Also da habe ich ja halt morgen im Blog auch geschrieben, ne? Donnerstag mache ich dann einen Stream dazu. Zu dem Live-Chart-Add-on, ne? Also die Geschichte, die hier unten, die man da ja halt sieht. Das sind ja halt die Linien dann halt aus meinem Blog, die ich mir halt hier überblenden kann in Echtzeit. Deswegen muss ich das halt hier gar nicht zeichnen, beziehungsweise ich zeichne halt hier nur die Sachen, die ich halt für mich lokal brauche, aber habe ansonsten die Geschichten hier aus dem Blog. Und das wollte ich natürlich auch mal im Live-Trading einsetzen, aber letzte Woche war hier so ein bisschen Land unter. Und von daher ist das leider dann auf der Strecke geblieben. So, wie man sieht hier, ne, gleicher Weg schon wieder rückwärts. Also leider so ein bisschen sinnlos. Leider, leider, leider. Aber so, so ist es halt. Es wäre natürlich hier auch ganz klar, also vom Scalping müsste man hier jetzt eigentlich long gehen, ne? Also falls er da hinkommt, weil da waren halt hier die ganze Zeit Widerstände, ist gekauft. Also müsste der an der Stelle eigentlich wieder nach oben reagieren. Aber ganz ehrlich, nee. Echt nicht. Also ich traue dem Braten hier sowas von überhaupt nicht, gerade in keiner Richtung. Weil ich meine, man sieht es ja halt auch, ne? Kaum kauft einer das Ding nach oben, lösen die Shorts zwar auf, es kommt aber nichts mehr nach, kein neues Hoch. Kaum geht es nach unten, lösen die Longs auf und es rennt nach oben. Also mit anderen Worten, seitwärts. Geschrubbel erstmal noch. Und da hätte ich schon irgendwie gerne eine Auflösung. Und zwar eine vernünftige. Ja, schöne. Ja. Da fragt gerade noch jemand, wo ist denn das? Wie bekommt man das Trader-Pen hin, dass es ganz oben rechts, ganz klein in der Ecke ist? Wie ist das hier gemeint? Da muss man einfach nur wegklicken. Dann ist es doch da. Das ist ja nur das Skype-Terminal. Also jetzt hier in dem Fall und hier oben. Das hier ist ja ein aktiver Chart. Und das ist ein passiver Chart. Und deswegen sieht das hier ein bisschen anders aus. Hier gibt es ja dann auch keine Positionsgrößen und sowas. Die. Aha, jetzt kommt ja ein bisschen Alarm hier. Hier gibt es ja keine Positionsgrößen. Und hier natürlich schon, weil der halt passiv ist und der halt aktiv. So, das heißt, ne, sieht man auch hier im Menü. Das steht auf passiv, deswegen steht hier Interactive, also beziehungsweise wechsle zu aktivem Modus. Und dann ist das halt alles verkleinert. Das ist dann halt eben aber nur zur Beobachtung fürs Auto-Charting, Volumen und so weiter und so fort. Das geht bei mir nicht, da bleiben die schwarzen Balken rechts an der Seite stehen. Da kommst du aber besser, glaube ich, mal irgendwie ins Helpdesk, weil das geht auf jeden Fall. Und das muss irgendeinen anderen Grund haben. Das glaube ich nicht, dass das nicht geht. Natürlich geht das. Aber wie gesagt, am besten dann irgendwie Helpdesk oder halt
mal an FX Flat schreiben. Die Jungs können da mit Sicherheit helfen. So, also sieht für mich so aus, als wäre ich heute bei der Party hier erstmal nicht dabei. Ich habe halt zwar noch meinen DAO, aber das nutzt ja auch keinem was. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich noch Sinn macht, hier jetzt noch die Viertelstunde noch unbedingt dran zu hängen und zu warten, schließt das jetzt da oben drüber oder nicht. Das kann man ja nachher dann auch selbst dann halt sehen. Hier, wo ich gerade noch gesagt habe, irgendwie long, wo ich auch gesagt habe, nein, sondern da sieht man halt auch. Und das ist einfach dann ganz ehrlich auch nicht so wirklich mein Markt. Da ist er noch nicht mal hingelaufen. So, das hätte ich mir dann noch gefallen lassen, wenn er jetzt halt dann da hoch, da wenigstens hingelaufen wäre oder wenigstens halt, oder vielleicht auch noch mal zum Point of Control. Aber das hier, mir gefällt das nicht, echt nicht. Das ist, wie gesagt, man sollte ja auch irgendwie, glaube ich, einen Bezug dazu haben. Ich verstehe zwar die Bewegung, ne, ganz klar, und wollte ja auch generell long, aber nicht ab hier. Und auch hier oben ist auch für mich nicht short und auch hier ist nicht long. Also von daher für meine Begriffe irgendwie ein bisschen, ja, tricky. Vielleicht sehen das einige anders. Also ich behaupte ja mal eine Regel, komme ich ja da halt schon immer ganz gut mit klar. Aber wenn es dann halt, es gibt natürlich auch Tage, wo dann halt eben der Markt ein bisschen halt anders läuft als üblich. Was halt hier einfach echt auffällt, ne? Das halt auch nochmal so ein bisschen zu erklären, das hat man ja vorhin gesehen bei dem Volumen, beziehungsweise man sieht es ja immer noch, ne? Hier die Anzahl der Kontrakte, das ist halt so wenig, ne? Und das ist halt, also für mich eigentlich so ein bisschen Indiz dafür, dass halt hier echt die Kasse halt in irgendeiner Form halt die Hose anhat. Das heißt also, dass dort halt eben auf eine ganz, mit einer ganz anderen Methodik entsprechend gerade halt irgendwie Orders platziert werden. Der Future ist hier auf jeden Fall nicht sonderlich aktiv. Das sieht für mich eher so aus wie so, wie reiten halt irgendwie mit, aber halt nicht irgendwie, also dass der Future hier irgendwas dominieren würde an der Stelle gerade im DAX, sondern wirklich dann halt eher dann halt die Kasse, die dann halt irgendwie ein bisschen abgefahrenes Timing hier in der Orderplatzierung halt hat. Und da sollte man, glaube ich, erstmal, oder ich halt für meine Begriffe werde jetzt halt erstmal abwarten. Das wird sich auch wieder ändern. Und in der Regel ist es halt dann spätestens irgendwie um 12 Uhr oder so dann halt vorbei. Und solche Geschichten, weil wenn zum Beispiel halt so eine Order halt in den Markt gegeben wird, und beziehungsweise es ist ja nicht eine Order, ne? Also generell läuft das ja immer so ab, wenn jetzt zum Beispiel halt ein Fonds dann sagt, ja, wir haben halt irgendwie hier einen Auftrag, beziehungsweise wir wollen halt so und so viele Stücke von dem und dem Wert halt kaufen. Dann gehen die ja nicht hin und drücken um 9 Uhr auf den Knopf, sondern die gehen auch nicht hin und drücken alle Viertelstunde auf den Knopf, sondern das läuft ein bisschen anders. Das wird in der Regel wird es dann halt verteilt an diverse Asset Manager und die gehen halt wiederum hin, also beziehungsweise machen dann halt mehrere, ja, also mehrere Händler bedienen dann halt an der Stelle halt eigentlich den gleichen Auftrag. Die haben halt ein unterschiedliches Timing teilweise halt auch natürlich, weil es halt von jedem der Händler, die eigentlich alle das Gleiche wollen, natürlich das Interesse ist, da halt irgendwie den besten Schnitt zu machen. Und das heißt, das geht dann ganz oft eben in zeitlichen Intervallen und gar nicht mal irgendwie bezogen auf jetzt spezielle Levels. Und so wird die ganze Geschichte dann halt abgearbeitet. Und das führt dann halt eben dazu, dass halt zum Beispiel der Future, also wenn das jetzt ein großes Paket ist, und dass der Future da halt eben dann entsprechend halt auch nicht sonderlich viel halt ausrichten kann. Aber das ist halt so die generelle Funktionsweise, wie sowas halt in der Regel abläuft. Und das sollte man dann irgendwie halt, weiß nicht, ob man das wissen muss, ja, aber halt nur fürs Verständnis, warum zum Beispiel halt manchmal Sachen sehr, sehr genau aufgehen und manchmal dann halt eben, man sich fragt so, hä, was ist das denn irgendwie heute für ein Handel? Weil dann halt eben die Geschichten dann halt eben auch gerne mal gegeneinander laufen. Im DAO ist es eigentlich, kann ich das irgendwie so, ich meine, da weiß ich es nicht genau, muss ich auch der Ehrlichkeit halber sagen. Da kenne ich auch keinen, der aus dem Segment kommt und mir das irgendwann mal groß und breit erklärt hat, im deutschen Markt schon. Am DAO habe ich immer das Gefühl, da funktioniert das alles so ein bisschen anders, weniger irgendwie nach Timing und da halt viel mehr
nach Levels. Also das ist aber dann tatsächlich an der Stelle nur eine Vermutung. Aber wie gesagt, wenn das so abläuft, was für mich gerade irgendwie so aussieht, dann ist es halt eine Erklärung dafür, warum das hier so ein Geschrabbel ist. Und hier sieht man ja halt auch gerade schon wieder, ne? Ja, neues Hoch und dann kommt halt doch wieder nichts. So, das heißt, kann natürlich jetzt irgendwie noch kommen für 10 Uhr. Mich würde aber auch echt nicht wundern, wenn wir gleich wieder auf Anfang stehen. Also solange das jetzt auch irgendwie gerade wieder aussieht. Aber da konnte ich nichts mit anfangen. Nicht so wirklich. So. Ja, war ja ein bisschen unspektakulär dann heute, ne? Aber Nelson, soll ich sagen? Ja, das ist auch Ja. Live-Trading. Ja, das bringt nichts, ne? Also für meine Begriffe bringt das jetzt hier echt nichts. Also das wäre jetzt hier reines Gerate, wie das jetzt hier irgendwie weitergeht, ohne Trigger, ohne alles, kann ich nichts mit anfangen. Da wäre vielleicht, also hier mag es dann halt sein, wenn jetzt, da behaupte ich mal, wenn der Heiko das jetzt gemacht hätte, hier im Live-Trading, wahrscheinlich konnte man dann hier dann schon irgendwo im Footprint noch mal ein bisschen was mitverfolgen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ne? Also das Volumen ist halt dünn. Vielleicht war es so, vielleicht halt auch nicht. Aber da muss man halt auch schon super schnell gewesen sein, um diese eine Bewegung da einzufangen, die ja so klein gar nicht mal war. Ne? Das waren ja doch immerhin 60 Punkte nach oben. Andererseits sind wir die auch voll nach unten gelaufen. Ja, nicht ganz. 50 Punkte nach unten, 60 nach oben. Von daher, aber wie gesagt, so ist es halt. Sorry. Aber was heißt sorry? Ich kann ja nichts, ich beeinflusse den Markt ja nicht. Ich muss ja halt das nehmen, was irgendwie da ist. Und wenn dann halt nichts da ist, dann ist dann halt nichts da. Und dann muss ich mich hier auch, glaube ich, nicht jetzt irgendwie großartig dann halt damit jetzt auch quälen an der Stelle. Sondern sag dann halt lieber mal, ja, so what? Dann halt nichts. Wir haben ja die Woche sowieso noch einen Termin. Nämlich am Freitag. Genau. NFP Live Trading. Und da bin ich halt mal sehr, sehr gespannt, ob die Geschichte da halt einen Daumen so aufgeht, wie es das halt irgendwie gerade ja noch irgendwie auch beschrieben hat. Das wäre natürlich halt schon spannend. Das auch natürlich mit der Grund, warum ich sage, da kann man mal irgendwie eine kleine Position mal drin lassen. Und weil, wenn der halt irgendwie 1000 Punkte zulegt, ist es halt auch ganz nett, was da halt bei sowas rauskommt. Aber wie gesagt, das sind ja noch ein paar Tage hin. Wir haben ja heute erst Dienstag. Und ich hatte ja beim letzten Mal auch schon irgendwie gesagt, ich versuche mal irgendwie Donnerstag oder so halt eine Position da halt reinzukriegen. Die hat sich aber dann halt irgendwie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, genau so war das, da halt irgendwie ergeben, die super angelaufen ist. Und ich habe dann halt nachher nur irgendwie gesehen, verdammt, das waren zwar nette, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das waren, 200, 300 Punkte oder so. Und wo dann aber nachher aus dem Teil, außer dem Teilverkauf nichts mehr übrig geblieben ist, weil der Markt dann halt komplett gedreht hat. Aber okay. Nichtsdestotrotz werde ich halt auch diese Woche nochmal drauf gucken, vielleicht dann halt auch in dem Stream, den ich am Donnerstag mache, vielleicht auch nicht, vielleicht auch einfach nur in der Gruppe. Ich guck mal. Also ich will jetzt irgendwie nichts versprechen, aber wenn sich da halt irgendwas ergibt, wo ich sage, das und das macht Sinn, werde ich das auf jeden Fall halt dann in irgendeiner Form dann auch nochmal sag mal, ich habe heute einen Sprachfehler. Vielleicht doch irgendwie Das ist, weil du der dein Brötchen nicht aufgegessen hast. ja, ne? Und zu wenig Kaffee wahrscheinlich und aber generell auf jeden Fall zu wenig Schlaf. Nein, aber dann werde ich das auf jeden Fall thematisieren. Dann kann man sich das ja mal angucken. Wer dann halt möchte, kann dann halt irgendwie gucken, ob das halt für sie oder ihn dann halt auch passt. Und vielleicht kriegt man dann eine Position. Ja, dann auch bis zu den NFPs da am Freitag halt auch rein. So, also ich beäuge hier gerade den DAX im Hintergrund, der kommt halt tatsächlich gerade schon wieder irgendwie runter. Und ich bin mal, ihr könnt es ja im Auge behalten. Also wenn wir unter echt 11.930 da jetzt halt nochmal landen, 11.931, dann. Ja, dann wird es wohl noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, dann ist heute Nachmittag dann wahrscheinlich interessanter, sich das Ganze nochmal anzuschauen. So, nichtsdestotrotz, dem Markt sage ich nicht danke, aber euch sage ich natürlich Dankeschön hier, dass ihr so zahlreich wieder dabei gewesen seid. Und ja, schönes Wetter, macht was draus und passt auf euch auf. Und wir sehen uns, so hoffe ich doch,
am Freitag um 14.15 Uhr hier wieder bei FX Flat und dann aber eben zum NFP Live Trading. Aber bevor wir jetzt hier alle abschalten, gebe ich natürlich dem Nelson, bei dem ich mich natürlich auch bedanke, sehr gerne das letzte Wort. Ja, vielen Dank, Dirk. Ich bedanke mich natürlich auch für das Webinar heute und schließe mich da an. Würde mich freuen, wenn Sie auch am Freitag wieder dabei sind, 14:15 Uhr, wie gewohnt. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf. Viel Erfolg und ja, bis Freitag. Tschüss zusammen.